Dritter Start Nummer 4. Am Start Beat Hefti, Sandro Ferrari, Jan Moulinier, Robin Santoli. Beat Hefti, ebenfalls er, ein erfahrener Weltcup-Starter, Olympiastarter, hat schon viele Erfolge feiern können. Ist in diesem Winter erst im Europacup im Einsatz gewesen, wird aber bestimmt beim Weltcup in St. Moritz spätestens oder bereits vorher in Altenberg in den Weltcup eingreifen. Die Bahn ist frei für die Mannschaft. Beat Hefti, Sandro Ferrari, Jan Moulinier und Robin Santoli. Sie sind gestartet und auch sie dürften eine tolle Startzeit in die Bahn legen mit die ersten 50 Meter mit 5,22 verlieren sie eine Zehntelsekunde auf die Mannschaft von Rico Peter. Aber zweitbeste Startzeit für die Mannschaft Beat Hefti. Sie kommen zum Wall mit der zweitbesten Zeit und einem Rückstand von 27 Hundertstel auf Rico Peter. Also immer noch in greifbarer Nähe. Anfahrt zum Horschuh, leichter Schwenker durch den Horschuh mit 105,9 und einem Rückstand von 31 Hundertstel. Im Tree Corner nach wie vor an zweiter Stelle mit einem Rückstand von 35 Hundertstel Sekunden auf die Mannschaft Rico Peter. Und 37 Hundertstel Rückstand im Zielschuss und eine Geschwindigkeit von 143,62 sind im Ziel in 1:06:14. 1:06:14 bedeutet zwischen Rang 2 für die Mannschaft Hefti, Ferrari, Moulinier und Santoli. Nun am Start der Zweitrangierte nach dem ersten Lauf. Beat Hefti, Sandro Ferrari, Jan Moulinier, Robin Santoli. Sie starten für den St. Moritz Bobsleigh Club. Beat Hefti, Weltcup, Weltmeisterschaften und Olympia erprobt. Silbermedaillengewinner in Zweierbob an der Olympiade in Sochi. Wird er die Zeit von Clemens Bracher knacken? 18 Hundertstel Vorsprung hat er aus dem ersten Lauf, bringt er mit und ist im ersten Lauf gestartet mit 5,22, hatte eine Endzeit von 1:06:32. Er muss also seine Zeit aus dem ersten Lauf unterbieten. 1:06:14 hatte Beat Hefti, Entschuldigung, 1:06:14 war die Zeit aus dem ersten Lauf. 5,23 ist er gestartet. Die Mannschaft von Beat Hefti, eine Hundertstelsekunde langsamer wie im ersten Lauf, bringt aber einen Vorsprung mit aus dem ersten Lauf und hat diesen bereits ausgebaut auf 2 Zehntel auf die Mannschaft Clemens Bracher, den führenden, momentan führenden 21 Hundertstel Vorsprung im Sunny Corner, Zwischenzeit 27,77. Bestzeit überall und durch den Horschuh mit 107,03. Bestzeit auch im Horschuh. Baut seinen Vorsprung weiter aus. Im Tree Corner 33 Hundertstelsekunden Vorsprung. Bestzeit auch hier. Auf der Zielgeraden mit 144,694 km/h. Bestzeit auch bei der Geschwindigkeit und im Ziel. Mit einer Zeit von 1:05:86. 1:05:86 die Zeit für Beat Hefti, Sandro Ferrari, Jan Moulinier, Robin Santoli. Sie übernehmen die Spitze mit einem Vorsprung von 34 Hundertstelsekunden auf die Mannschaft von Clemens Bracher.